Einmal mehr präsentierte sich Kitzbühel als Gastgeber der prestigeträchtigen World Ski Awards. Rund 150 Gäste aus zahlreichen Nationen trafen zu einer glanzvollen Gala im Fünf-Sterne-Hotel Arosa Kitzbühel zusammen, um bei der Prämierung herausragender Skigebiete und Betriebe der Wintersportbranche mitzufiebern. It's an online process. The whole world's invited for 16 weeks each year. Every vote is vetted and checked. Nobody can vote more than once. Everybody has to register to vote. So there's no spamming. No one can generate 100 votes. It's one vote per person. And we're rigid, we're vetted very, very carefully. So everything is very honest, very transparent and very, very fair. Grund zum Jubeln hatten auch in diesem Jahr die Gastgeber. Kitzbühel wurde als bestes österreichisches Skigebiet bestätigt. Die Bergbahn AG Kitzbühel konnte sich erneut den Titel der World's Best Ski Resort Company sichern. An so etwas kann man sich nie gewöhnen. Das ist wunderbar, super Gefühl. Ich freue mich wahnsinnig, ich bin stolz auf mein Team. Hervorragend. Der Preis bedeutet im Endeffekt, dass das, was wir die ganze Zeit tun, wo wir uns anstrengen, einfach das Richtige ist. Wir sind auf dem richtigen Weg, sonst würden wir nicht viermal diese Auszeichnung bekommen. Zu den neuen Preisträgern zählt das Hotel Rasmushof Kitzbühel, das als Austria's Best Ski Boutique Hotel ausgezeichnet wurde. Ich freue mich so unheimlich für meine Mitarbeiter, weil es ist eigentlich deren Verdienst und die haben sie den wirklich verdient. Sie hauen sie da das ganze Jahr, bemühen sie tun, machen und sind fleißig und stehen zum Haus, stehen zum Unternehmen und das ist eine Auszeichnung, die uns viel Freude macht. Über den Titel World's Best Ski Resort durfte heuer Val Thorens jubeln. Den Titel zum besten Skigebiet in der Schweiz sicherte sich Lax. Zum besten Skigebiet in Deutschland wurde Garmisch-Partenkirchen gekürt. Wir konnten auf der Zugspitze über 1000 begeisterte Skifahrer bei Sonnenschein und tollem Schnee, tollen Umweltbedingungen begrüßen. Und es wird halt von Jahr zu Jahr noch mal etwas Neues. Wir bauen gerade eine Bahn für 50 Millionen neu auf die Zugspitze. Also wir bleiben nicht stehen. Die Skiwelt zu Gast in Kitzbühel. Und die legendärste Sportstadt der Alpen konnte einmal mehr ihren hervorragenden internationalen Ruf bestätigen. Wo Qualität, Flair, Internationalität, Qualität auf einem Ort zusammengefasst ist. Also wenn nicht in Kitzbühel, wo dann?